Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Mit dem kostbaren Blut ist alles möglich. Und dieses kostbare Blut geschieht jedes Mal in einem gültigen, heiligen Messopfer. Wenn der Priester daran glaubt, was er tut. Geheimnis des Glaubens, sagen sie ja. Und wie eine Unmenge Geistlichkeit glaubt nicht mehr daran, dann geschieht auch nichts. Und ich kann euch sagen, dass Gott sogar vielen Geistlichen die Segensgewalt genommen hat. Man kann nicht erwarten, dass man versteckt mit einer Frau, manchmal sogar mit Frauen zu tun hat, oder mit Kinderschändungen. Und dann könnte man noch segnen. Nein. Wenn da drinnen ein Reagenzglas ist, inwendig, einmal so zu sagen, oder das Herz, wenn Sünde kommt, mit Pädophil, das ist eine grauenhafte Sünde, und dann als Priester das Zölibat versprochen hat, ein verheirateter kann Priester werden. Denn das hat die Kirche dann gebracht, dass man Zölibat leben muss. Wer es kann, das ist ein Geschenk an Gott, tatsächlich Zölibat leben. Aber glauben muss der Priester, wenn er gültig geweiht ist, muss er glauben, was er tut, und dann geschieht es, und dann habt ihr eben den Heiland in Leib und Blut. Nur hier für den Priester wird er geopfert, weil es das Opfer ist, Messopfer. Aber ihr bekommt den lebenden Heiland. Wisst ihr, wie das manchmal ist für einen Priester, wenn er zum Beispiel das Charisma besitzen würde, wenn er die Kommunion plötzlich das Kind Jesu in der Hand hält, in der Hostie, und dem will geben, und das Kind macht so, Jesus Kind, weil das Herz, denn die Sünde, jede Sünde macht doch das Herz, die reine Quelle, unsauber, vergiftet es. Und was soll denn so ein Priester noch können? Sicher, wir alle sind Menschen, wir sind schwach, auch die Geistlichen, aber sie sollten ein Vorbild. Sie sind Vorgesetzte. Jetzt weiß ich schon, jetzt stört das schon Gewissen. Ne? Aber ich sehe halt das Vorgesetzt anders. Vorangesetzt, hingesetzt als Vorbild. Ein Priester sollte, oder Bischof, ist egal, Papst, ein Vorbild sein. Ich denke manchmal, ja, wenn ich es geschafft habe, müsst ihr es doch auch schaffen. Oder könnt ihr es doch auch. Das kostbare Blut Jesu ist unsere Kraftquelle. Und schaut, ich kann euch, ich würde am liebsten sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Welt ist halt so schlimm da. Schlimmer, als ihr glaubt. Schlimmer, als der größte Pessimist es glaubt. Feiglinge überall. Gott gegenüber. Es ist so grauenhaft, so schlimm. Und müsste man nicht da, vor allem die Christen, Kraft bekommen,
dass man durchstehen kann in dieser Zeit. Wisst ihr ja nicht, es kommt nicht unbedingt jetzt heute noch, dass der Teufel kommt und dich plagt. Sondern die Sünde ist schon so gewaltig, dass die schon wirkt auf den Menschen. Und er kann, nennt mal nur ein Beispiel, eine Mutter, die tatsächlich möchte fromm sein, sich wünscht, dass sie halt, wenn auch die Kinder nicht mehr beten wollen, da halt doch vorbetet und so. Das braucht viel Weh, das gibt Weh, Schmerz, braucht viel Kraft. Aber das sage ich auch von den Brettern. Es braucht viel Kraft und die bekäumt ihr nur noch durch das Blut Christi. Aber an vielen Kirchen ist der Heiland gar nicht mehr da, weil der Priester nicht geglaubt hat. Ich könnte euch, mein Gott, tausend Fälle erzählen. Da ist ein Priester, der ist im Altar und macht schneller, lässt sogar etwas aus, weil er nachher zu seiner Freundin will. Ins Bett. Nein. Wisst ihr, Gott Vater ist geduldig. Kann man für wahr sagen. Gott Sohn ebenso. Aber der Heilige Geist, mit dem kann man nicht spaßen. Wenn es Beleidigung Gottes ist. Und viele Messopfer sind Beleidigung Gottes. Wie könnt ihr euch vorstellen, dass das kostbare Blut Christi da fließt und dann gibt es Geistliche, sogar Kardinäle, wo die Narrenkappe anziehen, der Fasnacht und sich schminken und Ministranten mit Hörnchen da, Teufelshörnchen. Ja, glaubt ihr, dass da der Heilige Geist auch ein Mittel macht? Vielleicht legt er auch eine Narrenkappe an, oder was? So ein Priester, wenn ich Papst wäre, raus mit ihm. Oder bekehren. Wir handeln ja hier mit dem kostbaren Blut Christi. Und dafür müssen wir Verantwortung tragen. Gib Rechenschaft von deinem Amte.